Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von DJ Q&A, dem Format, wo wir genau deine Fragen eben hier behandeln, um dir weiterzuhelfen. In dieser Folge geht es darum, welches DJ-Setup und welches DJ-Equipment Anfänger verwenden sollen, was sich da besonders eignet, was weniger Sinn macht. Darauf gehen wir allgemein erstmal ein, was es da zu beachten gibt. Und anschließend gibt es auch einen ganz konkreten Tipp. Deswegen bis zum Ende dranbleiben, lohnt sich auf jeden Fall. Und abonniert den Kanal, nur dann verpasst ihr nichts. Ja, wir haben zu diesem Thema ganze drei Einsendungen bekommen, ganze drei Fragen, die alle im Prinzip auf selbe hinaus wollen, denn wir haben die Frage bekommen, hättest du einen Tipp für ein gutes DJ-Pult als Starterpult und was brauche ich denn generell aus eurer Sicht, um überhaupt ein Set aufbauen zu können? Also eben nicht mehr nur das Starterpult, sondern dann das ganze Set. Und dann die dritte Frage noch, hätte da eine Frage bezüglich des XDJ RX, macht es noch Sinn, sich die erste Version anzuschaffen oder überzeugen die Erneuerungen vom RX2 zu stark? Liebe Grüße, dann habe ich natürlich schon geantwortet, aber ich möchte es hier trotzdem ja für diese Folge nochmal beantworten, damit auch ihr die Antwort kennt. Und da kommt ja eben auch noch heraus, dass derjenige jetzt gerade die ersten Bookings möchte, also er steht auch noch ziemlich am Anfang. Gut. Gehen wir darauf ein, was ist unser Tipp hier, unsere Empfehlung? Also allgemein erstmal, am Anfang ist eben die Qualität und der Umfang eures Equipments ziemlich egal. Ja, also wenn ihr wirklich mit dem DJing erst beginnt. Denn moderne und größere Geräte lassen einen nicht zwangsweise eben schneller das DJing erlernen. Das bietet einem zwar deutlich mehr Möglichkeiten, klar, also der Funktionsumfang ist viel größer, aber das bringt euch jetzt nicht unbedingt was, wenn ihr eben noch so am Anfang eurer Karriere steht. Denn es ist viel wichtiger, dass ihr überhaupt mal die Basics lernt, eben wie ihr anständig mixt, wie ihr überhaupt mal die Grundfunktionen mit den Fadern, den Equalizern und den Grundeffekten und so weiter alles beherrscht. Ja, das Zusammenspiel mit dem Mixer und den anderen Geräten, dass ihr eure Software beherrscht, dass ihr das Publikum lesen könnt, dass ihr eure Mediathek im Griff habt, ja, dass ihr auch mixt den Key drauf habt und so weiter und so fort. Und wenn man das sozusagen alles mal beachtet, dann kann man auf jeden Fall sagen, dass eben auch ein guter DJ mit extrem schlechtem und nur sehr rudimentärem Equipment immer noch viel besser auflegen wird als ein Anfänger, dem man ein 10.000 Euro Setup vor die Nase stellt. Ja, weil einfach die Basics sehr wichtig sind und es geht hier immer noch um Musik. Ja, das ist ja hier kein Elektrotechnik-Studiengang. Von daher ist natürlich immer toll, neues Equipment zu haben, toll neue Funktionen zu haben, aber es ist nicht zwangsweise notwendig, um ein guter DJ zu werden. Und das ist auf jeden Fall auch was, was einem die Equipment-Industrie immer so verkaufen möchte, dass man immer das Neueste vom Neuesten braucht. Ja, ist ja klar, sonst würden ja nichts verkaufen, würden kein Geld machen. Aber da sind wir auf jeden Fall dagegen und deswegen gibt es hier auf diesem Kanal auch keine Technik-Reviews immer von neuen Geräten, die rauskommen, weil es euch einfach nichts hilft und euch nur verblendet und da verleitet eben, dass ihr ja unnötig Geld ausgebt für neues Equipment, was ihr eigentlich gar nicht braucht. Denn wir haben hier auch schon in der Nachricht lesen können, dass derjenige eigentlich schon Native Instruments S4 MK2 hat, ja. Also der ist eigentlich schon ziemlich gut ausgestattet dafür, dass er noch recht am Anfang steht und überlegt jetzt schon direkt sich hier den RX2 zu holen, der eine ganze Stange Geld kostet und da können wir eben nur von abraten. Ja, nimm nicht direkt so viel Geld in die Hand, denn klar, Laptop ja oder nein ist Geschmackssache, war jetzt eben auch noch Teil der einen Frage oder der einen Antwort dann, weil der RX2 ja kein Laptop mehr braucht, ja, aber eben gerade für Anfänger ist es eine tolle Sache, weil jeder hat hier normalerweise einen Laptop daheim und dann hat man eben schon mal gute Möglichkeiten anzufangen, weil die Geräte, die alle ohne Laptop laufen, da wird es dann halt sehr schnell sehr teuer. Ja, dein Equipment mal hängt natürlich davon ab, ja, was für ein Musikmedium hast du, legst du mit Platten auf, benutzt du Streaming, hast du generell CDs, ja, einfach so digitale Tracks, dann Aufbau des gesamten Setups, ja, eben das Zusammenspiel, möchtest du eben einen analogen Mixer und
auch eben Plattenspieler haben, möchtest du eben mit Laptop arbeiten, dann reicht dir eben ein MIDI-Controller und so weiter. Ja? Also es hängt immer davon ab, generell, wie möchtest du dein Set aufbauen, ja? Wenn du dir solche Gedanken machst, welches Equipment du wählst, außerdem welches Genre. Ja? Gerade wenn du Hip-Hop auflegst, dann wird es natürlich auch Sinn machen, dass du dir Plattenspieler holst und nicht unbedingt CDJs und natürlich auch die DJ-Software. Das ist was viele immer ganz gerne vergessen, dass sie sich erstmal das Equipment holen, ja? Weil sie da eben immer so geblendet sind von der Equipment-Industrie und sich dann die Software holen, anstatt erstmal zu schauen, welche Software passt denn gut zu mir und sich dann vom passenden Anbieter das Equipment zu holen, denn der limitierende Faktor ist die Software. Ja. Es gibt viel Equipment, was geile Funktionen hat, große MIDI-Controller, aber wenn eure Software diese Funktion nicht abbilden kann, dann ist der Knopf einfach sinnlos. Ja. Und die Controller von den verschiedenen Herstellern zum Beispiel, die sehen alle irgendwie anders aus, aber im Grunde genommen sind sie alle ziemlich gleich, aber die Software unterscheidet sich teilweise schon deutlich und deswegen ist unsere Empfehlung auch, hol dir erst die Software, werde erst mit der Software warm und hol dir dann eben vom passenden Hersteller auch das passende Equipment, ja, dass es eben nur noch Plug and Play ist. Ja, dann hängt es natürlich davon ab, bist du Club-DJ, bist du Mobile-DJ, ja, brauchst du eben ein sehr handliches Setup, so ein All-in-One-Setup oder eben, ja, arbeitest du gerne mit mehreren Geräten, dann natürlich auch dein Skill-Level, ja, wenn wir eben hier gerade am Anfang sind, dann reicht dir ein relativ einfacher, kompakter MIDI-Controller, wenn du wirklich ein richtiger Profi bist, dann werden es auch schon mal mehrere große Geräte, ja, deswegen hängt es auch auf jeden Fall davon ab. Ja, deswegen unsere Empfehlung eben, wenn du am Anfang bist, ja, du fragst nach einem Starter-Pult, du fragst nach dem ersten Setup, das man sich aufbauen soll, sagen wir ganz klar, hol dir erstmal nur einen All-in-One-Zwei-Kanal-MIDI-Controller, ja, weil wie gesagt, ein Laptop, ein PC hat sowieso prinzipiell schon mal jeder. Du bist sehr mobil, du hast wenig Kabelsalat, du hast nur ein Kabel, mehr oder weniger, was da reingeht und dann wahrscheinlich noch eins, das vom MIDI-Controller wieder raus zur Anlage geht, aber das war's auch schon, ja. Das heißt, du hast so eine geringe Fehleranfälligkeit von Mensch und Maschine, da kann man nicht so viel falsch machen, nicht so viel anstöpseln, kann nicht so viel kaputt gehen und du hast eben auch geringe Kosten. Ja, ich sehe gerade klein geschrieben. Von daher bist du da mit wenigen 100 Euro dabei, hast alles, was du brauchst und kannst die ersten Schritte machen. Und dann weißt du auch, wohin die Reise geht, weil wenn du dir für viel Geld ein riesen Setup holst, merkst du vielleicht, okay, ich brauche gar nicht unbedingt Turntables. Ja, du dachtest vielleicht, als du die DJs alle gesehen hast, ja, man muss mit Turntables auflegen, aber muss man gar nicht. Es gibt viele tolle andere Möglichkeiten und dann hast du die Dinge gekauft und ja, hast einen großen Verlust beim Wiederverkauf oder sie stauben nur ein. Das ist natürlich unschön, ja, deswegen hier sind alle Grundfunktionen vorhanden, du hast mehrere Decks, du hast Fader, du hast Equalizer, du hast Effekte, Jogwheels, gibt eben schon, wie gesagt, sehr coole, kleine, kompakte Zwei-Kanal-MIDI-Controller und in diesem Sinne ist das auf jeden Fall unsere Empfehlung und natürlich auch keine konkrete Empfehlung wieder von einem Hersteller, denn wenn du aufgepasst hast, such dir erstmal die richtige Software raus, ja, die gibt es alle in der kostenlosen Version. Und dann, wenn du eben die richtige Software gefunden hast, dann suchst du dir auch eben den passenden Zweikanal-MIDI-Controller aus. Wenn du Geld zu viel hast und auch schon genauer weißt, wo die Reise hingeht, dann kannst du dir vielleicht auch eben schon einen größeren Vierkanal-MIDI-Controller holen. Oder wenn du sehr viel Geld zu viel hast und einfach Bock hast loszulegen, kannst du natürlich auch ein größeres Setup holen. Ja? Aber wir gehen jetzt einfach mal davon aus, du bist hier relativ neu, du möchtest eben deine ersten Schritte machen und dann ist das auf jeden Fall die beste Empfehlung, die wir machen können. Ja, ich hoffe, dir hat das Video sehr weitergeholfen, dass es wertvolle Tipps für dich waren. Wenn du noch weitere Fragen hast, dann schreib uns das in die Kommentare, dass wir da in der nächsten Folge drauf eingehen können. Und wenn dir das Video eben weitergeholfen hat, dann teile es auf Social Media mit deinen Freunden, deinen Kollegen, dass auch die diese wertvollen Tipps bekommen. Diese Präsentation hier mit allen Informationen habe ich dir in die Videobeschreibung gepackt. Da kannst du auf jeden Fall mal reinschauen, dass du dir das runterladen kannst. Dann hast du das auch jederzeit auf deinem PC, kannst eben immer reinschauen. Und da ist auch eben die große Datei von den letzten Folgen. Also nicht nur von heute, sondern eben auch von allen letzten Folgen. Deswegen schau da auf jeden Fall vorbei. In diesem Sinne bleibt mir nicht mehr viel zu sagen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. DJ Q&A. Nicht vergessen, Glocke aktivieren. Mach dein Leben zur Party, dein Patrick von Auflegen mit Erfolg.